Weiter geht's mit Alien Isolation. In der letzten Folge haben wir es... Ich fasse mal kurz zusammen, wir haben alles verloren. Alle sind tot, die Anisidora ist in die Luft geflogen. Und ja, wir haben jetzt nur noch eine Chance und das ist eigentlich die Torrens. Ihr seht ja schon das Problem? Das Alien campt mich hier ab. Wir müssen genau diesen Flur da runter. Denn wir müssen irgendwie zum Schiffhangar und dort das Andocken der Torrens zu ermöglichen. Keine Ahnung, was wir da genau machen müssen. Aber es muss manuell gemacht werden. Das heißt, wir müssen dahin. Dafür müssen wir hier durch diesen Alienraum in diese Tür rein. Und genau das werden wir jetzt auch mal versuchen. Gut, schleichen wir uns an und schleichen uns wieder weg. Okay, jetzt hat es sich gescheckt. Vielleicht hat es doch gescheckt. Oder? Bin mir nicht ganz sicher. Oh, ist es weg? Da ist es wieder. Schon sitzen wir hier wieder fest. Ist das nervig. War letzte Folge auch schon das Problem. Das Ding hängt hier immer stundenlang rum und kommt nicht voran. Ich meine, wir haben noch ganz gut Munition. Wir könnten mal nachladen. Und es noch einmal vertreiben. Ich weiß nicht, wie doll wir die Munition noch aufsparen müssen. Oh. Okay, das geht da lang. Versuchen einfach mal jetzt hier rechts rumzuschleichen gleich. Jetzt schnell. Okay. Wir stellen uns einfach mal in den Fahrstuhl. Erstmal. Wo ist es? Ist es noch da hinten? Wahrscheinlich ja, ne? Wie es aussieht, müssen wir da aufhängen. Das heißt, wir brauchen dafür ein bisschen Zeit. Wir warten nochmal kurz, bis das Alien seine Runde dreht. Dann versuchen wir es. Oh Gott. Gut, dass wir gewartet haben. Das Ding hätte uns sonst locker erwischt. Jetzt müssen wir warten, bis es da rauskommt. Da ist eine Sackgasse, wissen wir ja. Letzte Folge saßen wir da komplett fest. Und waren da gefangen. Bitte guck hier nicht rein. Bitte guck hier nicht rein. So ist gut. Schön auf da hinten. Oh. Oh oh. Hat's mich gesehen? Ne, es geht weg. Okay. Oh, es ist in den Lüftungsschacht gelaufen. Perfekt. Und wir müssen nur einen Hebel benutzen. Wow. Das sah so aus, als müsste man hier aufhängen. Oh, Junge. Digga. Das Ding habe ich gar nicht gesehen. Und instant tot. Sehr gut. Dann nochmal. War es alles umsonst. Hört man noch gerne. Ist das Vieh hier? Auf dem Radar sehe ich es gerade nicht. Vielleicht haben wir Glück und wir können durchsprinten, bevor es kommt. Ja, sieht gut aus. Wir wissen, wir müssen nichts hacken. Und dahinter ist ein kleines Mist-Alien. Was jetzt erstmal wegbrutzeln werden. So, das hat sicherlich gehört. Ja, da kommt es schon angelaufen. Das habe ich tatsächlich von da hinten komplett gesehen. Das ist hier strebig hier hingesprintet. Dieses Drecksteil. So, das müssen wir hier machen. Abspielen. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Vielleicht, dass sie ihre Meinung ändern und mich reinlassen. Oder dass sie mich wie alle anderen auf der Station, die ihnen in die Quere kommen, erschießen. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Okay. Ich frage mich, ob wir Sinclair noch mal finden. Oder ob der mittlerweile auch schon tot ist. Das Alien ist hier irgendwo? Ja, 20 Meter. Irgendwo direkt hier vorne. Ja, da unten ist es. Wenn ich jetzt hier rangehe, wird es mich wahrscheinlich sehen. Wir warten nochmal, bis es weiter weggeht. Ja, entfernt sich langsam. Geh mal auf. Da hinten ist es. Okay, komm. Mach was auch immer das hier macht. Oh.
geht sie über den Habitatbereich in das Raumfahrtterminal. Machen wir gleich. Gucken wir mal kurz hier rein. Nichts Brauchbares. Alien ist da und wir müssen einmal komplett schräg rüber und dann links. Machen wir das am besten. Das Ding müsste in den Lüftungsschacht verschwinden. Das wäre ganz praktisch. Ja, schön um die Ecke gehen, dann können wir einmal speichern. So ist gut. So, komm. Oh, da ist es. Könnt ihr mich sehen? Schnell speichern, schnell, schnell. Okay, das war knapp. Ich hoffe mal, es kommt nicht hier hin. Guck mal vorsichtig um die Ecke. Oh, es ist in den Lüftungsschacht gelaufen. Okay, unsere Chance. Komm schnell durch. Was hier wieder irgendwo rauskommt. Ah, wir müssen den Zug rufen. Das dauert immer Stunden. Komm schnell. Da verstecken wir uns hier drinnen. Warten, bis der Zug da ist. Oh, ich glaube, es kommt wieder, ne? Geil, wir packen hier alles im Blick. Und sobald das Ding da ist, sprinten wir da rein. Von hinter mir dürfte das eigentlich nicht kommen können. Hoffe ich mal. Das haben wir ein ganz großes Problem. Ja, es dauert so lange. Und ist so laut. Na komm schon. Ich denke mal, der Schatten hinten ist das Alien, aber ist einfach nur das Feuer, was du irgendwas widerspiegelt. Ich höre es doch hier dicht. Komm schnell. Mal nicht sprinten. Und aktiviere dich. Okay, Tür zu. Safe. Puh. Dann zum Wohnbereich des oberen Transits. Einmal hinter. Und da müssen wir dann auch irgendwo die Möglichkeit haben, die Torrents andocken zu lassen. Hoffe ich mal. Gut. Laden wir nochmal den Flammenwerfer nach. Noch 421 Schuss. Ist nicht so viel. Ich hoffe mal, das reicht noch. So, hier raus. Wo sind wir jetzt? Einmal auf die Karte gucken. Keine Ahnung, aber wir sollen da hin und das machen wir auch einfach. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andock-Sequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Okay, Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Kriegen wir hin. Hoffe ich. Kann ja nicht so schwer sein. Ich hoffe mal, das Alien bleibt da hinten, wo es gerade war. Und wir haben jetzt unsere Ruhe. Ja, hallo. Ich bin so gefreut. Führten Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal? Das war ja klar. Nichts klappt hier. Immerhin ist der Aufzug so stehen geblieben, dass wir uns noch rausschleichen können. Und wir haben einen Speicherpunkt. Das ist auch immer nett. So. Dann mal sehen. Karte sagt, ist ein Stückchen. Dann mal los. Oh Gott, ich dachte, kommt das Alien angesprungen. Konnte durch den Nebel nichts sehen. Aber es war nicht. Was ist das da? Ach nö, nicht die Roboter. Das Ding habe ich jetzt schon gesehen. Ist auch noch ein Roboter mit Anzug. Die habe ich ja gar keinen Bock. Versuchen wir es einfach mal durchzuschleichen. So. Wo geht's hier lang? Ethanol? Brauchen wir nicht. Schrott? Brauchen wir auch nicht. Eine Sackkasse? Oder habe ich irgendwo einen Weg übersehen? Nee, Sackkasse. Wow. Da müssen wir doch mit dem Roboter irgendwie kämpfen. Keine Ahnung. Mal sehen, wie es läuft. Wir nehmen hier schon mal den Bolzenschießer. Haben wir noch 11 Schuss. Nehmen wir das Ding halt um, wenn es zu sehr nervt. Sehen tue ich es gerade nicht. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthet. Notaufsichtssynthet. Da kann mir gestohlen bleiben. Nicht rennen. Er war hinter mir. Egal. Wir rennen trotzdem. Er sollte uns nicht einholen dürfen. So, wo lang? Links rum. Ich hoffe mal, der verliert uns einfach wieder. Was war das?
Space-Alien war das. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Hinter uns Roboter, vor uns Alien. Komme ich in diesen Schrank rein? Nee. Er kommt... Also jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist ein ganz großes Problem. Okay, das war's. Okay, ich konnte nicht mehr schießen. Schade. Wir sind wieder hier am Team. Gut. Jetzt wissen wir, dass Alien kommt. Der Roboter muss dran glauben. Das ist mir zu blöd, jetzt wieder da rumzuschleichen. Hier rechts war ja nichts Brauchbares drin. Gehen wir einfach weiter. Ja, komm her. Und... Tschüss. Das hat das Alien wahrscheinlich gehört. Aber es kommt nicht. Hatte was? Nicht wirklich. Jetzt haben wir immerhin unsere Ruhe. Okay. Jetzt ist mir das Alien komplett gleich raus. Wir können noch weitergehen bis hier. So. Und da rein. Hätte ich gerade eben schon machen sollen. Oder wusste ich noch nicht, dass das Alien direkt erstmal stehen bleibt und dann erst losläuft. 70 Meter. Entfernt sich. Ja. Ich glaube, es ist ein Lüftungsschacht, oder? Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notausgang. Kann nichts erkennen. Ich hoffe mal, es ist weg. Gibt es hier noch irgendwas Brauchbares? Ah, shit, da sieht das mich hier hinter wahrscheinlich an. Einfach nicht bewegen. Dann geht das hoffentlich wieder. Ich meine, hier bewegt sich alles gerade, da die Raumstation ins Schwanken kommt. Oh oh. Dieses Mistvieh. Aber wirklich viel Deckung gab's da auch nicht. Egal, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also, macht's nix. Ich schleife jetzt einfach nochmal so durch. Wir töten ihn auch nochmal. Ich glaube, das lohnt sich schon. So, und... Tschüss. Zurück zum Flammenwerfer. Oh, diesmal doch was Gutes. Ein Schuss für die Pumpgun nehmen wir gerne mit. Gut, wie schleichen wir uns jetzt hier am besten durch? Wahrscheinlich am besten gleich durchsprinten, sobald das Alien einmal weg ist. So, einmal rein. Dann warten wir, bis es wieder weggeht. Dann gehen wir direkt durch. Meter. Jo, ist wieder ein Lüftungsschacht. So, dann looten wir einmal die Leiche hier. Ein Revolverschuss. Dann gehen wir schnell durch hier, wo es wiederkommt. Hier ist ein Terminal, das ist ungünstig. Da müssen wir wahrscheinlich ran. Das dauert immer einen Augenblick. Egal, schnell einfach. Wir müssen nur darauf achten, falls wir was hören, schnell raus. Junge, ist das viel. Letzter Kampf. Men. Oh, es kommt. Und es ist direkt neben mir. Wie soll man denn hier in Ruhe lesen? Hä? Ist es blind oder ist es... Was ist das? Ist das nervig. Die werden wir ja niemals viel Ruhe haben. Wir haben alles zusammengetrommelt und haben hier im Pausenraum Lager aufgeschlagen. Sicherheitssysteme wurden wie besprochen gebaut. Aber auf dem alten Weg kommst du nicht mehr rein. Wir haben einen Fremden beim Reinschleichen erwischt. Nach ein paar Stunden hat er gestanden, wer ihn reingelassen hat. Und wir haben beide rausgeworfen. Platzvorräte sind begrenzt. Wir können nicht mit jedem teilen. Wer rein will, muss auch was mitbringen. Was du brauchst, ist am üblichen Ort. Ich will's dir nicht sagen, du weißt Bescheid. Den Code habe ich geändert auf 1984. Nimm, was du findest. Wir werden prüfen, ob du die versprochenen Sachen auch hast, ehe wir dich reinlassen. Aber das wird sicher kein Problem. Schließlich habe ich für dich gebürgt. Lass es mich nicht bereuen, Jake.
Okay, 1984. Ausgesperrt. Ist da jemand? Denver hier. Ich bin mit den Vorräten zurück. Aber die Tür ist zu und keiner macht auf. Station, was ist passiert? Gab es einen Angriff? Es wird hier draußen immer schlimmer. Ihr müsst mich reinlassen. Meine Frau ist da drin. Sie wird euch sagen, wer ich bin. Ich habe die Vorräte. Warum antwortet mir da niemand? Beigeben, der Rest ist leer, ne? Ja. Dann noch einmal den Code. 1984. 1984. 1984. Markus, wo müssen wir hin? Hier ist irgendwie eine Sackgasse. 1984. Geh schön weg. Wir haben hier halt nirgendwo Deckung. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Oh, sehr gut. 1984. Wo gab's denn eine Tür? Da kann ich den Weg da irgendwie freimachen mit dem Gabelstapler. Ja, da ist doch was, oder? 1984 und hier blinkt irgendwas. Schlüsselkarte benötigt. Das ist ungünstig. 1984. Da, jemand liegt hier rum. Vielleicht eine Schlüsselkarte? Nee. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. 1984 und Schlüsselkarte. Da. Munition nehmen wir mit. Ich meine, die sind ja ziemlich durchgesprintet. Haben sich wirklich umgeguckt. Aber hier ist auch nichts. Lag da drin eine Schlüsselkarte? Ich meine nicht. Und hier war Ende. Aber wir können ja mal speichern. Falls wir sterben, haben wir immer schon mal den ganzen Kram gemacht, den wir gerade gemacht haben. So. Da ist auch zu. Ja, ich denke mal schon, dass es irgendwo diesen Raum sein wird, in den großen. Irgendwer wird eine Schlüsselkarte haben. Vielleicht hier so in dem Bereich, da waren wir noch nicht. Station verlassen. Ja, wir sind dabei. Wir sind schon sehr lange dabei, aber es klappt immer nicht. Kommt das jetzt? Nee. Nee, doch nicht. Ich dachte, das ist eine Schlüsselkarte. Schlüsselkarte. Oh, heiß. Nee. Hier vielleicht? Oh, ja. Was war's? Scheiße. 1984? Schnell raus. Ich hör's doch, oder? Nee. Sprengkapsel. Beim Werfeöl. Sehr schön. Ich glaube, eine Schlüsselkarte haben wir gerade auch aufgesammelt. Ich konnte es nicht rechtzeitig lesen. Okay. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Hier ran? Jo. Jetzt können wir gar nichts machen. Macht es von alleine. Aber es ist sehr laut. So, schnell durch hier. Oh. Das Alien ist auch schon da drüben, war ja klar. Es ist mir immer einen Schritt voraus. Mal ein bisschen Flammenwerferöl nehmen wir mit. Und es geht schnell weiter. Gut. Oder? Es ist weg. Ganz sicher. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Kein Plan, wo ist es? Irgendwo hier links. Gehen wir hier lang weiter. Man erkennt ja nichts. Es ist ultra dunkel. Hier ist was Grünes. Ah, ein Schrank nur. Okay. Hat der irgendwas? Nee. Hier geht's auch nicht weiter. Dann müssen wir natürlich da lang, wo das Alien ist. Wie immer. Also wenn es mir jetzt entgegenkommt, dann ist es auf jeden Fall vorbei.
Ich sehe es nicht. Aber ich höre es. Ich hoffe, es ist im Lüftungsschacht irgendwo drin. Ionenschneider, egal, einfach schnell. Ja, wir haben es verstanden. So. Kommt nix. Hier, wir benutzen schnell. So. Dann mal hier rein. Wo sind wir jetzt gelandet? Alles brennt hier. Projector Room. Game Room. Da möchten wir rein. Das klingt gut. Eine Arcade-Halle hier. Aber hier, Entertainment. Die Bibliothek. Jetzt auch nicht rein. Da war ein Speicherpunkt, habe ich gerade durchs Fenster gesehen. Was tropft hier? Keine Ahnung. Guck erstmal hier rein. Bisschen Muni. Und das war's. Gibt's hier irgendwas? Nee. Wir müssen noch weiter. Mach mal ein bisschen Licht hier. Oh. Gibt's noch mehr Loot? Hm. Komponente können wir noch tragen. Und hier? Auch leer. Gut, dann mal hier reingucken. Ich höre das Alien wieder. Aber hier können wir speichern. Komm, schnell. Gut, habe den Weg schon mal gesichert. Da könnten wir rein. Gucken uns erstmal hier in dem Raum um. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Brauchbares. Scheint mir jetzt aber auf den ersten Blick nicht so. Oh doch, Flammenwerferöl. Sehr gut. Aber das war's. Dann müssen wir hier einmal klettern, würde ich sagen. Was steht bei der Tür? Kein Strom? Nee, Tür verschlossen. Können wir vielleicht von der anderen Seite öffnen. Gucken wir mal hier rein. So, sind wir auf der anderen Seite? Alien ist, glaube ich, im Lüftungsschacht. Oder hier drüben. Ne, Lüftungsschacht. Können wir aufmachen? Ne. Noch mehr Flammenwerferöl. Sehr schön. Schlüsselkarte benötigt. Da haben wir einen Generator. Und eine ganze Menge Blut. Ansonsten liegt hier nichts rum, ne? Generator machen wir gleich. Wir gucken erstmal, was der bringt. Kabel gehen da rein. Keine Ahnung. Mal kurz hier reingucken. Haben wir noch ein bisschen Loot? Oh nein. Wo ist es? Das war knapp. Okay, ey, kommt glaube ich nicht. Ich höre zumindest nichts. Hat der irgendwas? Anscheinend nicht. Flutschutzkörper und Sie Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Seeksen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Oh, und wenn Sie uns hören können und Sie nicht Teil des Teams sind, versuchen Sie nicht, uns zu finden. Station verlassen. Sehr freundlich, vielen Dank. Aber hat ja anscheinend nicht so gut geklappt. Das Alien ist trotzdem reingekommen. Dann würde ich sagen, einmal Strom anmachen. Ich sehe hier gerade nichts. Oh, was? Generator funktionsbereit. Sieht mir nicht so aus. Zumindest kann ich nicht mit interagieren. Was soll ich denn machen? Ich muss irgendwie dahin. Na gut, gucken wir mal. Hier, da.
Schlüsselkarte? Habe ich gerade eine aufgesammelt? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Was, Scheiße? Das ist Scheiße. Hast du mich gesehen? Mein Junge im Schrank? Keine Ahnung. Gut, wir haben die Tür aufgemacht. Und ich vermute mal, der Generator geht jetzt auch, ne? Ne, geht er nicht. Was hat das dann gerade gebracht? Auf die Karte gucken. Wo sind jetzt ganz woanders hin? Wir gehen erstmal speichern. Man hat eine große Hitbox, ich komme da nicht durch. So, komm schnell. Ich würde aber trotzdem noch gerne wissen, was wir mit dem Generator machen können. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis Sie erlaubt sind, sondern den momentanen Verfallskoordinator erteilt wurde. Ich hasse dieses Vieh. Irgendwas muss er damit doch noch machen können. Generator funktionsbereit. Ich kann aber nicht mit interagieren. Kabel gehen hier rum. Da hinten rein. Ach, da ist es schon wieder. Na gut, vielleicht kann ich mit dem Generator auch nichts machen. Keine Ahnung. Lass sie mich töten, dann haben wir die Munition wieder. Na komm, geben wir den Alien nochmal einen mit. Oh, ist leer. Hallo. Okay. Immerhin tot, haben wir unsere Muni wieder. Oder? Immerhin noch eine neue Animation freigeschaltet. Das ist auch ganz nett. So, aktuellen Speicherstand laden. Dann wisst ihr, der Generator ist irgendwie nicht gebrauchbar. Also, den ganzen Weg nochmal zurück. Und dann hier unten lang, wie es aussieht. Dann machen wir das mal. Weil wir ja nichts erkennen hier. Hier haben wir einen Schrank für Notfall. Müssen wir uns merken, falls es eigentlich irgendwo ist. Aber es geht. Gehen wir mal vorsichtig hinterher. Gut. Jetzt sind wir in den Lüftungsschacht gesprungen. Das heißt, wir sind erstmal sicher für eine kurze Zeit. Solange wir keine Geräusche machen. Warte, die Tür war vorhin noch nicht offen, ne? Nee. Sollen wir hier eine Runde zocken gehen? War auch irgendwo ein Speicherpunkt. Sichern wir das einmal, weil wir nicht wirklich viel geschafft haben. So. Gucken wir uns hier noch weiter um. Können wir uns verstecken? Aber wirklich was rumliegen, tut hier nichts. Ne. Ich sehe nichts. Dann gehen wir mal einen Raum weiter. Ich dachte gerade, ich hätte das Alien das Fenster gesehen. Oh. Das ist ungünstig. Na komm, hau ab. Nerviges Teil. Wo ist denn der bitte durchgekommen? Warte, wo sind wir? Hä? Ach, wir haben uns einmal komplett gedreht. So, gucken wir nochmal da rein. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Das ist einfach durchgequetscht hier. Kleines Drecksvieh. Hab mich das doch bitte wieder so schnell gesehen. Da ist nichts. Ich höre sie wieder irgendwo rumlaufen. Das ist da drüben im Raum, glaube ich. Ich meine, hier sollten wir relativ sicher sein. Jetzt hat er sowieso Angst vor Feuer. Sollte es ja nicht in die Ecke kommen, oder? Mann, hier brennt ja alles. Ja, guck mal, wie du da stehst. Ah, hau schön ab.
So ist gut. Wir müssen aufpassen, dass es nicht da wieder durchkommt. Da kommt es schon. Aber... ich glaube, es ist vorbeigegangen, oder? Ah, fast. Ach, Mann. Man kann es leider nicht noch kleiner machen. Muss reichen so. So ist gut. Jetzt geht's halt wieder da lang und guck da rein. Ah, da ist es schon. Da steht es am Fenster. Ich denke mal, es kann uns dadurch sehen, wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen. Jetzt geht da. Können wir hier irgendwas machen? Tür verschlossen. Da können wir den Hebel benutzen. Komm schnell. Was war's? Starten Sie den Generator erneut. Den Generator, den ich da hinten gesehen habe? Ja, mein Gott. Na gut, dann hauen wir uns mal Medike dran. Und gehen los. Jetzt sieht man noch weniger als vorher. Mal speichern. Und dann ab zum Generator. Ich mir vielleicht auch die Mühe sparen können, den zu starten. Wenn wir jetzt sowieso noch dahin kommen. Ist das hier irgendwo? Da nicht? Da auch nicht. Dann let's go. Das ist sicherlich schon beim Generator und wartet auf mich. Ich hab's hinter mir gehört. Gutes Zeichen. Können wir nämlich ganz entspannt hier lang gehen. Und wissen, dass es nicht hier ist. Man sieht fast gar nichts. Das sieht dann auch nichts. Wo ist es? Da. Da geht's lang. Ich hör's laufen. War hier irgendwo ein Schrank? Ich weiß es nicht mehr genau. Da. Da, da, da. Kletter doch. Oh mein Gott. Kommt es? Oh. Ich glaube nicht, das war ultra knapp. Ich hab's hinter mir schon fauchen gehört. Gut. Sensor sagt, relativ weit weg. So, das müsste der Raum mit dem Generator sein. 62 Meter links. Es kommt, scheiße. Shit, dass wir hier sowas von reingucken. Hier ist kein Schrank, kein gar nichts. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Oh oh. Einfach wieder weg. Ich höre es doch hier ganz dicht neben mir. Moin. Guck jetzt nicht nach rechts. Ich glaube, es hätte mich gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sicherheitshalber einfach mal geschossen. So, jetzt ist es erstmal weg. Wir können den Generator starten. Schnell. Dreimal, ne? Eins. Zwei. Komm. Drei. Und jetzt noch die lange Animation angucken. Okay. Es kommt schon wieder, da vorne ist es. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Shit. Die Frage ist, was genau hat der Generator jetzt gemacht? Die Tür da hinten wieder geöffnet, wo wir gerade vorstanden? Wahrscheinlich ja, ne? Ich muss jetzt nochmal den ganzen Weg zurückschleichen. Guck mal kurz auf die Karte. Ja, sieht so aus, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal warten, dass das Ding abhaut. Oh oh. Weiter kommen wir nicht wirklich.
Kannst du da rüber gucken? Denk mal ja, ne? Ach, Mann. Wo soll man sich denn vor dem Teil verstecken? Na geil, jetzt haben wir es wieder verscheucht für den Augenblick. Und können loslaufen. Ich hoffe mal, so schnell kommt es nicht wieder. Mal speichern. Oh, es kommt gerade. Oh, ich konnte noch speichern. Das war knapp. Was sagen, was da hinten ist? Bin wir ganz entspannt wieder durch den dunklen Raum. Oder Gang, eher gesagt. Und schleichen jetzt wieder in die Spielhalle. Wieso ist die Musik so übertrieben laut? Da ist es. Okay, es ist ein Sliff im Schacht gelaufen. Oh, hier links war schon der Eingang. Hier. Wir speichern direkt nochmal und hoffen mal, dass die Musik aufhört. Ah, ja. Ich weiß nicht, warum das Spiel immer so laut ist an manchen Stellen. Es ist echt übertrieben. Oh, danke, es wird leiser, glaube ich. Wir können jetzt hier rein. Können wir da verstecken? Ja. Ich sehe es nicht. Looten wir nur schnell. Munition. Leer. Leer. Brauchen wir nicht. Abspielen, abspielen und rein hier. Die Subtitles weg, und man hört nichts, weil die Musik zu laut ist. Irgendwas ist das? Kann das mal aufhören? Ich hab mal die Musik leise gestellt, wie es geht. Ach, das kann nicht euer Ernst sein. Ich glaube, es ist weg. Hör auf, hier zu reden. Will mir das anhören. Ich hasse das Spiel. Es ist so unfair. Sie haben unsere Verteidigungen durchbrochen. Wir sind an den Händen. Junge. Diese Nachricht gilt dem Rettungsdienst. Ja, die Nachricht gilt dem Rettungsdienst. Jetzt ist die Musik so laut, dass man nichts verstehen konnte. Dann gehen die Untertitel weg und deswegen sind wir gestorben. Also das ist ja wohl eine Frechheit. Gut. Abspielen. Hier ist das Testament von einem alten Sack, um den sich keiner schert. Wir konnten sie nicht draußen halten. Meine Frau ist tot. Meine Kinder wurden mir genommen. Ich habe vergeblich versucht, sie zu stoppen. Sie haben unsere Verteidigungen durchbrochen. Mir klebt so viel Blut an den Händen. Diese Nachricht gilt dem Rettungsteam. Siegsen. Station evakuiert. Hier ist keine Lösung. Wir haben hier drin so lange ausgeharrt, wie wir konnten. Sie sind nicht schnell genug gekommen. Sie haben es vermasselt. Schicken Sie einfach Marines, die hier alles in die Luft jagen. Schicken Sie diese Kreaturen zurück in die Hölle. Ja, das klingt nach einem guten Plan, hier alles hochzujagen. Problem ist nur, dass sie die Aliens halt als Waffe benutzen wollen oder so. Keine Ahnung, was sie mit denen vorhaben. Oh oh. Aber das ist das Einzige, was mir einfällt, warum man das Ding mit auf die Erde nehmen möchte. Shit, das ist direkt da vorne. Aber hier, wieso sollte es hier hingucken? Ich meine, komm schon. Hier brennt's, hier ist eine letzte Ecke, eine Sackkasse. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann wohl hier. Kehren Sie nach der Evakuierung gut, nicht auf die dann stelle ich mal den Ton wieder an, damit wir auch mal zwischendurch Musik haben. So. Ein bisschen Musik ist ja auch nett. Ach. Unlucky. Ja, komm.
Ja, komm, was ist? Es greift trotzdem noch an, dieses Mistvieh. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Mal die Karte checken, rechts rum. Diane Verlaine von der Torrent hier. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Klingt gut. Aber auf die Überlebenden hier können wir auch verzichten. Die sind alle verrückt. Junge, Junge. Das war ein stressiger Part. Das Ende hat wieder übertrieben genervt. Und die laute Musik. Das Problem ist, dass man den Regler hier auch immer nur so in Stufen einstellen kann. Nicht irgendwie in Zahlen oder so. Das heißt, entweder geht's ganz aus oder ganz laut. So, einmal speichern. Auch wenn wir sehr viele Ressourcen verbraucht haben. Medikits verschwendet, Flammenwerferöl verschwendet. Aber egal. Ich hoffe mal, unser Torrance ist es nicht mehr weit. Vielleicht gibt es halt neue Ressourcen. Ich passe hier nicht durch. Ich wollte gerade sagen. So, wo sind wir jetzt? Es wackelt auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Oh, ist das hier, wo wir in einer der ersten Folgen waren? Ich meine, ja, hier ging damals diese Fensterläden zu auf einmal. Ohne irgendwelche Gründe. Doch, doch, hier waren wir schon mal. Hier war irgendwo der Souvenirladen. Wo müssen wir denn lang? Auf der Karte wird das nichts markiert. Ich vermute mal, wir müssen rechts rum, ne? Ja, links ist die Karte auch schon abgedeckt. Obwohl? Hier steht Abflug. Könnte also der richtige Weg sein. Wir gucken trotzdem mal rechts rum, weil da waren wir damals noch nicht. Da hier irgendwas im Weg lag. Es wackelt das so merkwürdig. Und die Tür hinten ist immer noch zu. Da ist auch noch zu. Und in den einen grünen Raum gerade, da den man da vorne gesehen hat, da waren wir schon mal drin. Ionenschneider. Sehr gut. Dann machen wir einmal auf. Und dann mal sehen, wo es hingeht. So. Elektroschockerladung nehmen wir mit. Hier haben wir einen Fahrstuhl. Der führt uns zur Schlepperplattform. Perfekt. Da müssen wir hin und irgendwas machen. Dann mal los. Ja. Entkommen Sie Sevastopol. Ja. Das klingt sehr gut. Okay, okay. Ich beeile mich. Wo müssen wir denn hin? Zum Raumfahrtterminal. Gucken wir trotzdem hier rein. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Ridley, ich warte auf Ihr Signal. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Jetzt setz dich nicht so unter Druck. Ridley. Funkkontakt. Ripley, Gott sei Dank, ich kann Sie hören. Sie müssen die Hydraulik und das Leitsystem bereit machen, damit wir andocken können. Ich bin dabei. Glaube ich. Lüftungsschacht, kein gutes Zeichen. Und da lebt sowas von noch. Man kann nichts dagegen machen. Ja. Ja, was für eine Überraschung. Danke dafür, dass wir jetzt ein wenig verschwindet haben. Bist du uns was zurück? Nicht wirklich. Ich meine, wir könnten aus der Infusole ein neues Medikit herstellen, aber wir sind gerade etwas im Zeitdruck. Ist das hier unser Schiff? Ich glaube ja, ne? So, einmal ran hier. Fehler, freigeben, Störung der Orbitalstabilisatoren bestätigen. Orbitalstabilisatoren-Reserve sind offline. System erwartet Nachricht des Orbital-Notfall-Koordinators. Meine Güte, was für Wörter. Fehler und gesperrt. Müssen wir erst freischalten. Frage? Wie machen wir das? Hier gehen Kabel hin. Wir könnten ihm gleich mal folgen. Oh ja, gucken wir nochmal hier in diesen Raum rein, wo es hier hingeht. Sieht mir aber nach einer Sackgasse aus, oder? Ja. Ich frage mich, ob ich sprinten darf oder ob das Alien dann kommt. Sprinte mal lieber nicht. Geht's da rein? Ja, könnten wir benutzen. Für einen Notfall. Kabel gehen hier lang.
Da rein, okay. Bringt uns gar nichts. Gucken wir mal nach hier oben. Was hat er hier dabei? Nichts Brauchbares. Noch irgendwie so eine komische Karte. Immer noch keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Und mehr gibt's auf der Seite schon mal nicht. Sieht's hier aus? Da leuchtet irgendwas grün. Sehr gut. Bodenplatten und Schrank plus eine Kiste. Ich meine, ich höre Schritte. Und wir müssen auch noch hacken. Dann los. Auch noch das hier. Okay, gut. Da hat der Rhythmus gerade mal gestimmt. Leitsystem ist bereit. Denke ich mal, können wir jetzt wieder zurück zum Computer. Und das freischalten da. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Irgendwas auf dem Radar. Aber im Lüftungsschacht oder hier drinnen schon? Ich glaube Lüftungsschacht. Schnell einmal. Oh, komm, komm. Nee, gesperrt. Shit. Wir müssen noch irgendwas machen. Gehen wir einmal hier rüber. Schön langsam. Oh ja, da. Torrance, das ist unser Schiff. Mit dir sind wir gekommen. Das Ding ist doch riesig, da passen doch locker genug Leute drauf. Na egal, die haben sich ja alle schon mittlerweile selber umgebracht. Ach, das ist der Raum, wo wir schon mal waren, ne? Aber das sieht doch nur so ähnlich aus. Keine Ahnung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Auf die andere Seite oben. Gut, dass ich mal auf die Karte gucke. Soll ich mir vielleicht mal öfters angewöhnen? Aber es fühlt sich auch ein bisschen okay an, immer auf die Karte zu gucken. Möchte auch selber ein bisschen was erkunden. Strom wiederherstellen. Generator ist wo? Weiß keiner so genau. Kabel gehen. Da rein. Gehen wir auch mal da rein. Gucken uns hier mal um. Gehen noch da. Der hat nichts Brauchbares. Wir dackeln einfach den Kabel hinterher. Diese Gänge hier sind wie auch neu, denke ich. Weil die sind mir beim letzten Mal nicht aufgefallen, als ich hier drin war. So, was ist das hier? System neu starten. Klingt gut. Reicht das? Ich kann ja nichts mehr auswählen, also denke ich mal ja. Dann gehen wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade nicht ran konnten. Und starten das mal. Ich habe keinen Plan von Raumfahrttechnik. Deswegen bin ich immer ein bisschen überfordert. So. Das Ding hängt immer noch im Lüftungsschacht, vermute ich mal. Komm trotzdem mal vorsichtig hier rüber. Aber ich sehe nichts. Komm ran hier. Wieder reinhacken. Und wieder das Teil. Puh, der letzte war knapp, aber geschafft. Aktivieren Sie die Andockklemmen. Jetzt wahrscheinlich zum PC. Der ist schon tot, der Roboter. Dann schnell ran hier. Komm, komm. Ja. Auswählen. Verlaine, die Andockklemmen sind aktiviert. Okay, gehen Sie jetzt zum oberen Kontrollraum. Oberen Kontrollraum. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ja, da lang. Wäre ich auch normalerweise gegangen. Das Alien kommt jetzt nicht. Wir müssen da durch. Okay. Sie meinte oberer Kontrollraum, das heißt, wir müssen wahrscheinlich oben rum. Unten sieht auch nicht so sicher aus. Da ist was Grünes. Hm, toll. Hat sich nicht gelohnt. Hier haben wir einen Schrank. Hoffen mal, wir brauchen den nicht. Weil wir haben noch genug Flammenwerferschuss. Im Notfall putzen wir das Alien nochmal weg. Aber eigentlich sollte das auch nicht reinkommen. Ich meine, alles brennt und das Ding hat doch übertrieben Angst vor Feuer. Ist auch da die Flammenwerferöl noch rum. Nehmen wir mit. Ich habe noch einen Speicherpunkt. Da. Gut, dass sie piepen. Den hätte ich komplett übersehen. So, gut. Und es wird endlich mal wieder ruhiger.
Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Sie ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Machen Sie die Wartungsbühne aus. Hier klappt echt nichts. Habe ich die Bossentscheidung mitgenommen? Nee. Mal sehen, können wir da jetzt einfach rangehen? Ich hoffe, das klappt. Oder brauchen wir erstmal noch, keine Ahnung, andere Sachen, die wir machen müssen? Fehler. Sevastopol-Initialisierung. Ich kann nun bestätigen, dass alle Systeme von Sevastopol funktionsbereit sind. Unser Orbit um KG-348 ist nicht mehr degenerativ. Vielen Dank für das Schlepperteam. Wir sind geschäftsbereit. Viel Glück. Audio fehlerhaft und Fehler. Personalbrücke entfernt. Wartungsbrücke ausfahren? Oh, hat funktioniert. Das kann man erwartet. Können wir aus dem Fenster zugucken? Ist leider so nebelig, man erkennt nichts. Ach, da oben. Okay, da laufen wir jetzt anscheinend rüber. Und gehen auf die Torrents. Ich hoffe mal, das klappt endlich. Das ist schon der 16. Fluchtplan, den wir versuchen. Alle anderen sind bis jetzt nicht so gut geendet. Keine Lust, dass auch noch Villain stirbt. Ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Ich vergesse ihn immer. So, dann nehme ich mal an, müssen wir zurück. Und dann... Oder? Ich meine ja. Ich glaube, wir müssen zurück und dann zu diesem Terminal, das wir gesehen haben. Wo es rausging mit den Raumanzügen. Ich sage, das machen wir auch einfach mal. Nochmal speichern vorher. Sicher ist sicher. Wir haben ja auf dem Weg hierher schon Schränke gesehen. Das heißt ja meistens nichts Gutes. Ja, wer hätte es gedacht? Dass der sich hier reintraut, wundert mich. Mal, hier brennt alles. Und trotzdem läuft es hier rein. Das ist da unten. Man sieht es ganz, ganz knapp. Auf der Treppe stehen. Wo ist es hin? Schon tiefer, ne? Wir schleichen uns vorsichtig hinterher. Da ist der Schrank, in den müssen wir wahrscheinlich rein. Dann warten wir, bis es wieder hochkommt. Oh ne, das ist im Lüftungsschacht. Okay, alles safe. Es ist nicht im Lüftungsschacht, es ist nicht alles safe. Kommt es? Ne. Ich sehe es auch nicht mehr. Es kommt zurück. Jetzt, ne? War ja klar. Scheiß Sensor bringt gar nichts. Okay, es ist in den Lüftungsschacht gegangen. Komm, hau ab. Ja, es ist wieder rausgekommen. Aber ist es über mir oder hier rechts neben mir? Nee, ist über mir. Ich hab's gerade über mir gesehen. Laufen. Wo war das nochmal lang? Rechts, links? Ich glaube hier lang, ne? Da, wo wir auch letztes Mal rausgegangen sind. Ein Speicherpunkt. Nutzen wir, bevor es kommt. Komm, komm. Oh, okay. Ich höre sie irgendwo rechts laufen. Hier rein. Anzug an. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Ich hoffe mal, ich kann uns nicht aus der Cutscene holen. Erstmal hier schön sehen, ruhig den Anzug anziehen. Und man ist die Musik weg. Oh. Warte, das war geplant. Nee, doch? Bin ich tot? Nee, ich glaube, das musste passieren. Okay, alles gut. Ich wollte mich schon aufregen. Ich habe nur Schwarzbildschirm und kann nichts drücken. Aber ich höre irgendwas knuspern oder so. Ach Junge, es kann doch nicht immer alles schief gehen. Wie viele Nester haben die bitte? Komm schnell, bevor das Ei schlüpft. Moin. Frage, wo sind wir jetzt? Gut, erstmal das heile Ei wegbrutzeln. Dann gehen sie zurück zur Luftschleuse. Ja.
Gerne doch. Ja, das ist Aiden eigentlich geschafft, uns hier lebend hinzuschleifen. Wo sind wir? Gut auf die Geräusche. Ach, das ist noch heile? Zerstören wir. Da ist gerade irgendwas umgekippt. Weswegen? Weil wir geschossen haben? Oder ist hier irgendwo ein kleines Ding schon rumlaufen? Sehe erstmal nichts. Da war irgendwas. Leuchtfackel. Hm. Karte sagt, keine Ahnung, wo wir sind. Irgendwo weit weg. Wo wir nicht sein wollen. Immerhin haben wir einen Ausgang. Das ist doch ganz nett. Ach. Ich habe echt gedacht, das ist jetzt hier vorbei. Wir kommen raus, endlich. 50 Schuss nochmal. Irgendwas kommt hier angekrochen. Da, zwei Stück. Ja, dann nicht beide mit einem Schuss erwischt. Durch den Rauch sieht man nichts. Also man sieht schon was, aber nicht diese kleinen Teile. Okay. Keine Ahnung, wo das noch herkam. Links oder rechts? Da brennt es schon mal ordentlich. Hier kommen wir nicht durch, oder? Obwohl? Oh doch, krass. Lang müssen wir einfach geradeaus. Oh. Da kommt eins an. Ist tot. Genau hinhören. Sehen tut man die manchmal schlecht, aber man hört die krabbeln. Noch eine Leuchtfackel. Okay, nicht gut. Ich komme auch nicht zurück. So, ist gut. Eins ist weg. Das andere läuft da vorne. Ich glaube, die ist auch gerade in den Lüftungsschacht hochgegangen. Da ist nicht mal ein Lüftungsschacht. Die verarschen mich. Ich hoffe mal, sie sind noch auf dem richtigen Weg. Man muss sie eigentlich, ne? Hier sind sehr viele Nester. Scheinen mir aber schon alle geschlüpft zu sein. Es ist krass, wie schnell die sich vermehren. Gehen wir mal hier reingucken. So, was? Was war denn das hier? Ein Fahrstuhl? Was ist denn hier wieder zusammengebrochen? Egal, wir haben überlebt. Immerhin. Ich glaube, nur ein bisschen Schaden. Hier geht's runter. Wir haben auch noch einige Schränke. Hä? Wir haben noch einige Schränke. Mit Müll drin. Okay, wir stellen uns mal ein paar Medikits her. Wenn wir hier so viele Sachen finden, lohnt sich das, glaube ich, schon mal. So, 6 Stück hergestellt. Haben wir wieder die maximale Anzahl und können alles mitnehmen hier. Sehr gut. Gucken wir nochmal hier rein. Bisschen mehr Schrott. Noch eine Impfpistole, sehr gut. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Muni vielleicht? Wäre nicht schlecht. Nee. Dann würde ich sagen, schieben wir einmal nach. Und gucken da mal die Leiter runter. Hm. Nur noch 380 Schuss. Ist nicht so viel. Ich hoffe mal, Verlaine wartet auf uns. Ich weiß jetzt gar nicht, was passiert ist. Oh, Flammenwerferöl. Perfekt. Flammengarnpatrone. Noch mehr Flammenwerferöl. Das hört man doch gerne. Und nur ein Weg. Hier lang geht's. Seit wann fahren denn hier Züge, oder was ist das? Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Ja, okay. Frage, wo es hier lang geht. Da schon mal nicht. Hier rum irgendwo? Hier geht's, glaube ich, raus. Naja, sieht gut aus. Na. Oh mein Gott, wie kann man hier mit Zug fahren? Da war doch da auch Zäune. Oder nicht?
rechts rum. Hier kommt tatsächlich nochmal ein Zug. Mach schnell laufen. Ich höre was. Lauf, lauf, lauf. Hier rein. Kommt ein Zug? Ich weiß es nicht. Oh. Ist das so klar? Dann sag ich, guck mal vorsichtig rüber. Okay. Hat sich das schon mal erledigt. Noch einer? Ich hoffe mal nicht. Wie kann es sein, dass hier noch so viele Züge langfahren? Hier links hoch. Könnten wir uns verstecken. Ich höre nichts und sehe nichts. Schnell rüber. Hier kann auch nichts fahren, oder? Da ist eine Wand. Ich meine, komm, bitte. Rechts oder links? Rechts oder links? Ich glaube, links ist besser. Links sieht mir auch den Hauptweg aus und ich würde hier gerne rauskommen. Okay. Da kann man nichts mitnehmen. Da könnte man rein. Ein Revolverschuss. Mal auf die Karte gucken. Dahin müssen wir. Und hier ist eine Sackgasse. Dann ab durchs Loch da vorne. Schon lange keine Aliens mehr gesehen. Ich hoffe... Okay. Hätte nichts sagen sollen. Ich habe ganz viele Kleine gehört. Frage ist, wo sind die? Wo? Wo? Da? Ist tot. Es sind zwei. Das war knapp. Gut, schleichen wir uns weiter. Die Nässe sind alle offen. Da müssen wir uns kein... Da ist eins. Zwei. Drei. Kommt hier irgendwie rein. Sieht bis jetzt nicht so aus. Hier ist nur ein Rundgang, ne? Ja. Kann ich die Tür... Oh ja. Hier, Trottel. Den zweiten aber irgendwie nicht. Hm, der kann das ab. Na gut. Haben wir ein bisschen Muni verschwendet. Aber immerhin schon mal einer tot. Hier geht's raus. Das sieht aber nicht sicher aus. Leiter? Leiter? Hm? Leiter hat gar nichts gebracht. Nochmal versuchen. Ah, jetzt geht's. Muss ich hin? Einfach runter, denke ich mal. Ich hoffe mal, der Fahrstuhl kommt nicht hinterher. Oh, was? Na komm, komm hinterher. Ja. Medikit. Nehmen wir doch gleich mal. Wie unfair. Wie unfair. Ich habe gepanickt, das Falsche rausgeholt. Jetzt, wo habe ich gespeichert? Das kann doch nicht wahr sein. Wo bin ich? Oh, es gab irgendwo einen automatischen Speicherpunkt. Ich dachte gerade, wir müssen jetzt den ganzen Schmarrn nochmal machen, seitdem wir da entführt worden sind. Egal, nur noch ein kleines Stückchen hier. Haben wir unsere Flammenwerfer-Munition wieder. Wir wissen, zwei Stück kommen von hier. Eins. Zwei. Und die anderen brauchen wir nicht anschießen. Wir sind hinter der Wand. Wo wir sowieso nicht hinkommen. Tja, ihr beiden, blöd gelaufen, ne? So, dann rauf auf den fallenden Fahrstuhl. Dann hier runter. Bin ich froh über den Speicherpunkt. So, ich habe immer noch nicht ganz gecheckt, wo ich gerade runtergefallen bin. Leider war auch so. Vielleicht kann ich dann auch nicht nach unten gucken. Gut. Nein. Blödes Teil.
Noch eins ist sie, glaube ich, nicht. Medikit. Benutzen. Einsammeln. Und mitnehmen. War noch eins, aber egal. Brauchst du, bevor der Fahrstuhl noch weiter runterkommt. Hey, oh, hier sind wir. Bitte antworten Sie! Ridley! Ich dachte, ich hätte Sie verloren. Sebastian Pohl zieht uns mit runter. Die Anziehungskraft hat die Bühne verzogen. Und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Wartungsbühne. Es befinden sich explosive Bolzen auf der Notentriegelung. Beeilung! Sebastian Pohl fällt schnell! Ich werde Sie nicht enttäuschen! Ja, das habe ich meinen letzten 26 Freunden auch gesagt. Sie sind alle tot. Hat das übergeklappt. Rest in peace, Samuels und Ricardo. Den Rest habe ich wieder vergessen, der war nicht so wichtig. Da waren wir gerade. Hier ist kein Lüftenschacht über mir, ne? Nee. Gut. Nochmal umziehen. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe eine Rauchvergiftung. Ich hätte mich ein bisschen beeilen sollen. Oder auch nicht. Sie scheint entspannt zu sein. Alles gut. So, bitte lass mich hier endlich raus von der Station. Nicht sie weg. Leck. So, Cutscene, ich kann nichts machen. Gut, weiter geht's. Wir sind draußen. Irgendwo soll es explosive Bolzen geben. Keine Ahnung, warum das hier mit eingebaut worden ist, aber ist ganz praktisch. Ich hoffe mal, euch muss ich auch nie wiedersehen, Alter. Aber hier draußen sollte es ja alles sicher sein. Roboter sind hier auf keinen Fall. Menschen denke ich auch nicht. Und ich denke mal, die Aliens sollten auch nicht außerhalb der Station sein, oder? Ich kann zumindest keine Waffe rausholen. Das heißt, ich sollte sicher sein. Gut, kommen wir, Lane. Wir sind gleich da. Oh, oh. Geradeaus oder rechts? Ich vermute mal rechts, aber ich habe keine Ahnung, wo diese explosiven Bolzen sind. Gucken einfach mal nach hier. Hier, wir können hier rauf. Müssen wir das auch? Sieht so aus. Dann let's go. Was kann hier schon schief gehen? Wir fahren einfach mal einen Zug im Weltraum. So einen kleinen Liftzug. So, nachdem das hier alles schon kaputt ist, hätte ich ordentlich Angst gerade. Bin ich ehrlich. Das sah mir hier nicht gerade sicher aus. Ich warte noch auf den Jumpscare, komm schon. Nicht? Klettern, oh. Ja, anscheinend nicht. Ging nochmal alles gut. Mal langsamer. Die letzten Meter bis zur Sicherheit. Da geht Sebastopol unter. Ich hoffe mal, das reißt alle Aliens mit in den Tod. So, hier leuchtet irgendwas grün. Da müssen wir hin. Sehen? Ach, hier runter, okay. Schlüsselkarte? Oh, wo kriege ich denn jetzt eine Schlüsselkarte her? Hier im Weltraum werde ich ja wohl kaum eine finden. Wir haben ein ganz großes Problem. Wir haben ein ganz, ganz großes Problem. Hier ist ein Alien. Und ich glaube, es hat mich gesehen. Wir machen mal schnell, keine Ahnung, was das heißt. Da ist eine Schlüsselkarte drin. Nevermind, anscheinend gibt es doch Schlüsselkarten im Weltraum. Irgendwo ist das Alien hier. Nimm's, komm. Benutzen. Das sollte offen sein. Da ist es. Scheiße. Kann ich hier klettern? Ne, ich muss außen rum gehen. Wieso greift das nicht an? Und wieso kann es hier leben? Wieso sind es so viele? Ach, hier ist noch... Oh mein Gott, bin ich ein Trottel. Ich hab's neben noch einen Schalter.
Komm schnell bitte. Okay, das Ding geht weg. Und die Tür ist offen und hier sind zwei Aliens. Warte, was? Ich hoffe, das war keine wichtige Anleitung, die ich jetzt irgendwie merken muss. Ich konnte das nicht so schnell lesen. Ich kann mich nicht umgucken. Aktivieren. Die Aliens sind doch locker schon hinter mir. Wieso dauert das so übertrieben lang? Hä? Scheiße, ich will das nicht. Was mache ich hier? Wieso dauert das so lange? Ich kann es auch nicht abbrechen, ne? Naja. Ich warte nur drauf. Es wird sowas von irgendwas schief gehen. Wir dürfen was Alien nicht mit ins Schiff nehmen. Das wäre das Schlimmste. Okay, der Letzte. Aber sind die Viecher so schlau, dass sie jetzt warten, dass ich die Tür aufmache und dann laufen die rein? Nee, oder? Ich hatte irgendwie das Gefühl, die sind nicht so intelligent. Was? Ich habe keinen Plan, was gerade passiert. Anscheinend sind wir los von der Station. Ich hab's gesehen. Ich hab noch eins gesehen. Wir sind sowas von am Arsch. Vielleicht kann er und greift uns nicht an, weil wir nicht nach Mensch riechen im Raumanzug. Okay, wir sind festgeschnallt, die nicht. Oh, ist die anzudreht. Okay, Katze. Da verbrennen die ganzen Mistviecher. Wo ist die Wachleute? Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das haben wir nicht überlebt. Hoffe ich mal. Habe ich das schon öfters gesagt, aber diesmal müssen die tot sein. Die Frage ist, wie viele Aliens haben es geschafft, mit aufs Schiff zu kommen? Es sind doch locker welche hier. Verlaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Ja, ich traue ihnen nichts, also... Treffen Sie Verlaine. Ich bin skeptisch. Um das mal nett auszudrücken. Können wir irgendwo den Anzug ausziehen? Ich hätte gerne meinen Flammenwerfer. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hier war Lemuels damals. Das war noch Zeiten. Nur noch ich lebe, Verlaine und der eine Typ, der noch vorne am Cockpit saß, den wir nicht kennen. Gut, hier können wir es loswerden. Oder auch nicht. Ich würde gerne mal einen Anzug ausziehen. Na gut, dann behalten wir den an. Wieso antwortet die nicht? Aber ist doch... Das Alien ist doch niemals schneller hier reingekommen als ich. Und ist durch die ganzen Türen gelaufen und hat die getötet, oder? Okay. Was? Bewegen? Was? Ich konnte nicht lesen. Ich bin nur ein Roboter, nur ein Synthet. Du brauchst mich nicht angreifen. Das ist ein Ding runter. Okay. Links. Rechts. Und ab ins All mit dir. Weißt du was? Doch, ich habe keine Ahnung. Habe ich es verkackt?
Was? Was? Das war das Ende? Hab ich es am Ende verkackt? War es das schlechte Ending oder so? Gibt es noch ein gutes? Wir warten auf jeden Fall bis nach den Endcredits. Vielleicht kommt noch was. Ich meine, wir haben ja Licht gesehen, kurz bevor es hier über die Credits ging. Heißt das, wir wurden gefunden? Aber von wem? Ich meine, das Schiff von Verlaine war jetzt voller Aliens. The network will pick me up. Erzählt noch irgendwas, aber ich kann es schwer verstehen nur. This is Ripley. Signing out. Was sagt ihr, hier ist Ripley? Signing out? Oder was sagt ihr? Ich kann es nur schwer verstehen. Junge, Junge, wie viele Leute damit gearbeitet haben. Aber auch ein krasses Game, hat ultra Bock gemacht. Ich hoffe nur, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ich bin nicht so ein Fan von Spielen mit offenen Enden. Es sei denn, ich hab's halt selber verkackt und ich hätte noch irgendwas anders machen können und wir hätten überlebt. Dann müssen wir nochmal versuchen, das gute Ende zu kriegen, falls es eins gibt. Okay, die Credits gehen ziemlich lange. Okay, das ist echt krass. Also es war schon ein sehr aufwendiges Spiel. Ich habe mir schon gedacht, dass da einige mitgearbeitet haben. Aber ich gucke mir hier schon seit, keine Ahnung, 10 Minuten ungefähr eine Liste von Namen an. Das ist echt krank. Da sieht man nochmal, wie viel Arbeit in so ein Game fließt. Okay. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Mal sehen, komm. Lass mich jetzt nicht hängen. Noch irgendwas. Ja? Ladebildschirm? Weiterer Ladebildschirm? Komm schon. Noch ein bisschen Story wenigstens? Haben wir es überlebt? Nee. Wir sind zurück im Hauptmenü. Okay, ich google mal kurz, ob es verschiedene Enden gibt. Bin gleich wieder da. Okay, ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Ich konnte jetzt nichts am anderen Ending finden. Ich glaube, das war's. Es hat einfach ein offenes Ende. Entweder sie jetzt hier im All erstickt, weil ihr der Sauerstoff immerhin ausgegangen ist. Oder das Licht, was sie am Ende gesehen haben, hat sie noch gerettet, was von irgendeinem Schiff kam. Keine Ahnung. Kann man jetzt, glaube ich, sich vorstellen, wie man möchte. Und sollte ich falsch liegen und es gibt auch noch ein anderes Ending, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Dann versuchen wir das auch nochmal zu kriegen. Aber so oder so, war ein mega geiles Game, hat ultra Bock gemacht. Also war wirklich richtig geil. Bin gerade am Schwitzen, ey. War sehr stressig. Ich meine, was waren überhaupt noch draußen im All irgendwelche Aliens? Die haben da doch nichts verloren gehabt eigentlich, oder? Ich hatte ja auch keine rauslaufen sehen. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen ärgert. Wir haben uns da stundenlang, also jetzt von Ingame-Zeit her gesehen, durch Sevastopol gekämpft, haben alles überlebt, nur um dann am Ende ein Schiff zu rufen, auf dem die Aliens jetzt chillen. Und wir einfach im Weltraum irgendwo vergammeln. Das ärgert mich. Ich hasse dieses Vieh. Und ich will nicht, dass es überlebt. Naja, ich hoffe mal, ihr hattet auch so viel Spaß an dem Game. Schreibt mir gerne alles in die Kommentare, was ich irgendwie in der Storyline verpasst habe, nicht mitbekommen habe oder ob ich noch irgendwelche coolen Items übersehen habe. Ich hoffe, das ganze Projekt hat euch insgesamt gefallen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video.